Paralleluniversen. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nein? Okay, ich erklär's euch. Paralleluniversen sind laut Theorie andere Universen, in denen in der Welt meist eine kleine Sache anders ist oder manchmal auch alles anders. Es gibt also eventuell ein Universum, in dem der Eiffelturm in Berlin steht und umgekehrt. Es kann also sein, dass ich in einer anderen Welt Dokumentarfilmer oder doch vielleicht Sherlock Holmes bin. Fuck. Es war echt ein Fehler, das um 3 Uhr nachts noch aufzunehmen, ey. Ich bin so scheiße müde, ey. Nicht einschlafen, nicht einschlafen, nicht einschlafen. Was? Hier sind sie. Ich suche sie schon die ganze Zeit. Ich hoffe, sie finden ihre tolle Tierart. Sie wollten unbedingt hier in Österreich drehen. Wir haben uns schon um alles gekümmert. Wenn sie wollen, können wir direkt zum Kletterkurs losgehen. Warte. Was? Ja, wir haben einen Kletterkurs und eine Führung zur Bergspitze. Nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Doch, darauf haben sie unbedingt bestanden, dass sie das machen wollen. Okay, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, warum zur Hölle ich in Österreich bin. Ist alles in Ordnung mit ihnen? Na, weiß ich noch nicht so genau. Also ich habe ja schon immer gewusst, dass sie ein wenig verrückt sind, aber dass sie jetzt schon Selbstgespräche führen, das ist mir neu. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Und freuen Sie sich schon auf den Klettersteig? Nein. Nein? Ja, aber was ist mit Ihrer speziellen Tierart? Ich gehe da nicht hoch. Aber Sie können doch jetzt einfach hier hochgehen. Du kriegst mich im Leben da nicht hoch. Und genießen Sie die Aussicht? Nein! Und was mit Ihrer speziellen Tierart? Finden Sie hier nicht? Nee, ich finde hier nichts! Woran könnte das liegen? Woran das liegen könnte? Naja, eventuell, weil es hier zu feucht ist. Ja, und woran könnte das jetzt liegen? Warum es jetzt hier zu feucht ist? Keine Ahnung. Ja, okay, ich sehe schon. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, wir machen morgen dann auf dem Berg weiter. Oh, Gott sei Dank. Ich schwitze schon wie ein Affe. Ich muss rausfinden, was das soll. Da darf ich keine Zeit verlieren, echt nicht. Ich mache mich direkt an die Arbeit, nachdem ich geschlafen habe. Was für ein Vollidiot soll das jetzt sein? Morgen und schon fertig? Wollen Sie mich verarschen, Mann? Es regnet. Sie wollten, dass Sie früh geweckt werden. Ah, schön. Ja, los! Das ist so ziemlich der Grund, warum ich keinen Kontakt mehr zu der Person habe. Auf jeden Fall. Sebastian! Was? Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Ich erzähl dir gerade 2 Stunden über mein Leben und du hörst Musik? Ja, nach einer halben Stunde Mimimi konnte ich es einfach nicht mehr hören. Können Sie eigentlich mir erklären, worum es bei Ihrer Art überhaupt geht? Es handelt sich um ein sehr seltenes Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ernsthaft jetzt? Ein Eichhörnchen, das in Wasserfällen vorkommt. Wo kommt es noch vor? Ja, an Felswänden. Ach, an Felswänden? Na dann schauen Sie mal nach links.
das andere links. Ach so. Oh ja, da könnt was suchen, ne? Ach, gucken Sie, ich hab was gefunden. Was, Sie haben was? Ist das was? Das ist ein scheiß Kuscheltier. Aber das ist ein Kuscheltier. Ach so. Okay, so langsam habe ich echt keinen Bock mehr, aber ich werde pro Stunde bezahlt. Deswegen letzte Chance, hoffentlich finden Sie was. Na, noch nichts. Wie sieht denn Ihr Eichhörnchen aus? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen beim Suchen. Ja, das könnte ich Ihnen jetzt sagen, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Ernsthaft, Sie suchen in einem Wasserfall und auf einer Bergspitze und wissen nicht mal, wie Ihr scheiß Eichhörnchen aussieht? Oh, ich glaube, da vorne ist eins. Ja, hier hinten ist es. Oh nein! Es war eine Falle! Falle! Oh, fuck. Ich hasse Eichhörnchen. Charlotte, hier sind Sie. Was machen Sie hier? Wie, Sherlock? Erinnern Sie sich nicht? Ich bin's, Dr. Watson. Ach so. Natürlich. Hey. Ist alles in Ordnung? Das weiß ich nicht so genau. Fragen Sie nicht. Na, okay. Schnappen Sie sich Ihre Lupe. Wir müssen los. Meine Lupe? Meine Lupe. Okay, Watson, ich brauche Details. Naja, das wird schwer. Alles, was wir wissen, ist, dass es ein unerklärlicher Mord war. Okay, ich glaube, wir fangen am besten beim Tatort an. Watson? Ja? Wo ist die Leiche? Sie war hier. Vorhin auf jeden Fall. Und wo ist sie jetzt? Das ist ein Fall für uns. Watson, lassen Sie das. Das sieht lächerlich aus. Okay. Watson, sehen Sie das? Was denn? Die Person da. Die hat so komisch geguckt. Oh, stimmt. Er darf uns nicht sehen. Verstecken Sie sich hinter diesem Baum. Kommen Sie. Kommen Sie. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Da passen jetzt zwei niemals hinten dran. Also erstens mal auf meinen Arm passen Sie nicht und zweitens, das geht schon. Boah, ist der hässlich. Ist das nicht Ihr Zwillingsbruder? Stimmt. Was sind Sie da? Auf was haben Sie jetzt wieder geschossen? Ich hasse Eichhörnchen. Na toll. Jetzt haut er ab. Schnell hinterher. Sherlock, wo ist er hin? Lang. Hat er gerade an einem Stein gelegt? Hab mich gehört, ist eine Sackgasse, doch da lang. Watson, ich sehe ihn. Sie bleiben hier, ich verfolge ihn. Okay, machen Sie das. Was ist das denn? Ah! Hey Nico, ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Warte mal, wie bist du hierher gekommen? Ich dachte, du wärst in einem Parallel... Warte mal, ich hab dir das gar nicht gesagt. Woher wusstest du das? Weil ich die ganze Zeit dabei war. Ich war auch dein Klon in Österreich. Ich war auch dein Dr. Watson. Ich kann mich in alles verwandeln. Es war auch mein Plan, dich endlich loszuwerden. Ich reise von Universum zu Universum. Und du warst mir ein Dorn im Auge. Wegen deinem Video über diese Theorie. Und warum, fragst du dich? Hä? Weil das verfickte Universum zusammenbricht. Ich mach das schon länger, mein Freund. Und ich mach das auch so lange, bis es keine Universen mehr gibt.
Hey Nico. Was ist das? Latein! Warte, Nico ruft an. Hey Sebastian, kennst du noch die Tür? Oh fuck!